halten uns ein bisschen über die Autos der Zukunft und alles, was dazugehört. Kommt natürlich nicht um Tesla drumherum. Für viele in Sachen Elektroautos das Maß aller Dinge. Alle warten gespannt auf das Model 3. Was ist denn da gerade der Stand der Dinge? Genau, das Model 3, da gibt es ja fast wöchentlich neue Nachrichten dazu. Das Ziel ist ja, dieses Jahr, Ende dieses Jahres in die Massenproduktion zu gehen. Und viele Experten sagen, das wird extrem eng, aber jetzt wird nochmal bestätigt, nee, wir sind im Zeitplan. Interessant ist, dass jetzt richtig scharf kritisiert wird von einigen Experten, dass Elon Musk hier eine Abkürzung nehmen will, dass er bestimmte Testphasen von Prototypen eben umgehen will. Er sagt, es ist so gut designt, es ist schon so weit entwickelt, dass wir nicht so viele Monate testen wie andere Autohersteller. Also hier sieht man mal wieder, Elon Musk geht sehr viel Risiko, geht sehr viel Mut. Das braucht er natürlich auch, um so einen neuen Autohersteller in den Markt zu drücken. Aber das ist natürlich mit extremen Risiken verbunden, wenn hier mal etwas schief geht. Gleichzeitig ist er aber auch technologisch sehr weit. Jetzt gibt es von Morgan Stanley die Aussage, dass er davon ausgeht, dass das Model 3 bis zu 10-mal sicherer wird bei der aktiven Sicherheit wie vergleichbare Autos. Also es könnte richtige überraschende Funktionen geben, Features geben, gerade bei der Sicherheit dieses Autos. Wahrscheinlich geht es dann darum, um Autopiloten, die eben Fehler, die der Fahrer macht, ausbügeln, die erkennen, wenn ein Kind reinspringt, die erkennen, welche Fahreigenschaften hat so ein Fahrer. Das könnte sein, dass Tesla hier wirklich groß aufrüstet, übrigens auch mit Chips von Nvidia, auf die wir gleich zu sprechen kommen. Also es bleibt sehr spannend, aber auch mit extrem hohen Risiken verbunden. Wir haben gleich auch nochmal das Thema Batterie. Auch hier ist Tesla vorne, aber auch hier reizt man die Grenzen doch schon recht weit aus. Also Tesla ist schnell unterwegs, aber könnte vielleicht auch mal ein bisschen zu schnell in die eine oder andere Kurve fahren.